Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wir hatten in der letzten Folge, ja noch auf den letzten Drücker, die Ogre hier ein bisschen auseinandergenommen. Und bevor wir jetzt die Quest hier hinten abgeben in den Ruinen der brennenden Klinge, gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch die Arena-Quest absolvieren können. Ob das überhaupt möglich ist im Alleingang. Mach hier erstmal ein Diese bisschen. Fähigkeit ist doch nicht bereit. So, damit wir erstmal unsere Ruhe haben vor störenden Nerven in Ads. So, dann komm mal her, Schnuckimaus. Zeit ist Geld. Der Ring des Blutes, Schmetterzehe. Seid ihr bereit für den ersten Kampf? Wenn ihr soweit seid, gebt mir Bescheid und ich bringe die Dinge ins Rollen. Ihr müsst nur im Ring des Blutes auf euren ersten Gegner warten. Euer erster Herausforderer wird Schmetterzehe sein, ein grausamer Grollhuf. Viel Glück. Ich hoffe, ihr habt ein paar Freunde mitgebracht. Und denkt dran, der Kampf ist erst zu Ende, wenn ihr oder euer Gegner mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt. Jo, das Bleib versuchen gut wir doch drauf. mal. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Ob man das jetzt mittlerweile schon solo erledigen kann. Hallo? Ah, okay. Gut. Wow. Okay, das Ich kann klappt jetzt das jetzt nicht. nicht tun. Nicht genug Energie. Noch nicht bereit. Ich So, kann das dann mal noch nicht gucken. tun. Ich habe Okay, der zu ist gegen wenig wirklich Energie. sämtliche Sachen Nicht immun. genug Energie. Natürlich dumm. Aber wir lassen uns natürlich nicht lumpen. Noch nicht bereit. So, Diese ein bisschen Fähigkeit ist Self hier noch muss nicht auch bereit. sein. So, ein bisschen Ich habe zu Gesundung wenig Energie. drauf. Nicht Müsste es genug auch Energie. eigentlich. Ich habe zu wenig Energie. Ich kann das noch nicht tun. Hoffentlich reicht das. Diese Fähigkeit ist noch nicht Gut. bereit. Für einmal hat es gereicht. Das war aber sehr knapp, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir das durchstehen können. Wäre ja schön, wenn. Aber wie gesagt, man muss ja sein Glück. Jetzt habe ich natürlich alles an. Was ist denn hier los? Abenteurerführer. Schergrad. Auch na gut. Nein, ich will nicht Schergrad. Nahrand habe ich schon. Dunholde, Siebdeckhallen, Schule Schlachtfeld, 100 Haustiere, was? Egal. So, dann gib mal her. Was kriege ich denn jetzt hier an Erfahrung? Hallo, Mann. Hm, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ihr habt Potenzial, Kleiner. Ihr habt etwas Gold für eure Taschen. 22.000 Erfahrung. Man sieht sich. Ja, das ist jetzt nicht so. Ich guck mal eben kurz. Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr zu futtern. Das war sehr weise von mir. Dann gucken wir mal. Hey, wie geht's euch so? Im nächsten Kampf werdet ihr auf gleich zwei Gegner treffen. Zwillinge, um genau zu sein. Sie nennen sich selbst die Blaumänner. Es ist noch nicht zu spät, um zu kneifen, Nemesis. Ich könnte das verstehen. Aber wenn ihr bereit seid für ein wenig Action, tretet in den Ring des Blutes und wartet auf die Zwillinge des Finsterblut. Der Finsterblut, Entschuldigung. Der Letzte, der noch steht, hat gewonnen. Ich Bleibt habe da so sauber. meine Zweifel, dass ich das packen werde. Wenn ich es nicht packen werde, gehe ich einfach in Vanish und dann hat sich die Sache. Wäre nicht das erste Mal. Noch nicht bereit. Ich Oha. kann das noch nicht tun. Nicht Okay, genug dann muss ich. Energie. Dich kann ich dich blenden? Ich Natürlich habe nicht, zu bist ja wenig immun. Energie. Nicht genug Energie. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Oha. Energie. Da muss ich jetzt aber ein bisschen Diese aufpassen, Fähigkeit ne? ist noch nicht bereit. Hilfe! Nee, ich glaube, das reicht. Nee, man muss es ja nicht herausfordern. War ein Versuch wert, aber ich würde sagen, das brauchen wir nicht. Nee, gehen wir auf Abbrechen. War ein Versuch wert. Man kann es immer noch nicht solo machen, was ja auch okay ist, vollkommen. Weil ich denke mal. Wisst ihr was? Jo, ouch. Jetzt machen wir mal eine kleine kurze Abkürzung. Ich weiß, die bringt jetzt nicht so viel, aber immerhin. Ist ein bisschen unorthodox, aber ich muss ein bisschen die Wunden lecken und
Da habt ihr bestimmt Verständnis. Ja, aber wie gesagt, die meisten Arena-Kämpfe, ihr habt ja gesehen, zuletzt glaube ich in Tanaris, in Gadgetzan, da haben wir es auch geschafft. Und die nächste Arena-Quest, soweit ich mich erinnere, ist bei den Grizzly-Hügel. Ja, ne? In diesem kleinen, schönen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Moment, ich guck mal einfach mal aus Neugierde. So, Nordend Grizzly-Hügel. Bin ich. Was? Hier sind die Grizzly-Hügel. Und, Camp Onequa? Nee, das war's nicht. Burg Siegswall, genau. Da gibt es so eine kleine Arena. Aber ich glaube, da geht auch nichts solo. In dem Level, wenn man halt in dem Levelbereich ist. Was ja aber auch, wie gesagt, eigentlich auch ganz in Ordnung ist. Dafür ist es ja nicht ausgelegt. So, dann gehen wir die beiden Quests ab und ich bin mir fast schon sicher, dass wir dann da tatsächlich... Warum bin ich eigentlich in keiner Gilde mehr? Hätte ich jetzt Gilde, hätte ich jetzt 15 Minuten Abklingzeit. Soll ich eine Gilde suchen? Nee. Was hat denn eine Gilde eigentlich für... Naja, egal. Machen wir das später. Wo bin ich denn hier? So, falls du gleich wieder auf die Idee kommen solltest. So, sich für den Gefallen revanchieren. Könnt ihr vorhersehen, was als nächstes geschieht? Ich hoffe nicht. Der Plan ist perfekt, Nemesis. Ich sehe jetzt schon die Früchte unserer Arbeit. Wisst ihr nun, warum ihr nie gegen einen Krieg gegen mich gewinnen würdet? Ja, weil du eine hinterlistige Kanaille bist. Ich muss zugeben, dass ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr so lebendig gefühlt habe. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Nemesis. Sind wir jetzt fertig? Natürlich nicht. Nachricht für Garada. Landresort zeigt auf eine unbeschriftete Kiste. Nehmt dies, es ist mein Geschenk an euer Volk. Ihr habt meinen Clan eigenhändig vor der Ausrottung bewahrt. Ihr könnt eurem Anführer sagen, dass Landresort vor der brennenden Klinge und seine Felsfäuste das Friedensangebot annehmen. Landresort verneigt sich. Bringt das Friedensangebot der brennenden Klinge zu Garrosh an Garada. In Garada. Okay. Nicht angreifen. Nicht, ich sagte nicht angreifen. Welchen Teil des Wortes nicht hast du jetzt nicht verstanden? Jetzt kommst du auch nochmal. So, ich glaube aber nach dieser Folge, gut, hat gerade erstmal angefangen relativ, aber ich glaube nach dieser Folge brauche ich auch eine kleine Pause. Denn ich merke, wie der Husten doch wieder durchkommt. Und das ist nicht gerade schön. Ich glaube, jetzt wäre es schlauer gewesen, tatsächlich den Ruhestein zu nutzen. Aber ich will mich nicht beschweren. So. Lalalala, Gildenbrowser, kann man denn hier irgendwie suchen, Anfrage suchen? Keine Ahnung. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Für mich sind das sowieso alles gesichtslose Vereine, überwiegend. Eigentlich nur zweckmäßig, so eine Zusammenschaft. Gibt leider zu wenig Gilden. Clans, was? Zu wenig Gilden, die es tatsächlich noch ernst meinen miteinander. Garrosh scheint von dem Angebot unbeeindruckt zu sein. Was? Wieso? Ihr verschwendet eure Zeit, Blutelf. Nehmt euch aus der Kiste, was immer ihr wollt. Weder ich noch Garada haben für diesen unnützen Tant Verwendung. Alter, ist das dein Ernst? Ist das jetzt dein... Ja komm, das war's am meisten. Wie? Hallo, Friedensangebot, du Pfeife.
Ja, hier, Höllenfeuerbollwerk, da wollen. Nein, abbrechen. Ich will nicht ins Höllenfeuerbollwerk. Ich fliege jetzt zum Schattenmond. Und damit ist es dann tatsächlich vollbracht. Wir fliegen zum Schattenmond. Ich freue mich. Kraft und Ehre. Oder wir fliegen nicht, wir reiten. Nein, ich will nicht. Nein. Schattrad. Ja, pass auf. Wisst ihr, was wir machen? Ich überlege, gibt es in Schattrad eigentlich jetzt noch die Portale zu Orima? Aber das wäre Quatsch, ne? Komm, Möger. Wir fliegen nach Schattrad. Und von da aus... Hoppala. Von da aus questen wir dann noch ein bisschen. Also wir fliegen dann natürlich zum Schattenmondtal, questen dort, bis wir Level 68 sind. Und bevor es dann natürlich jetzt weitergeht nach Nordend, werden wir uns dann nochmal in der Hauptstadt, ja, ich denke mal ein bisschen aufpimpen, beziehungsweise die ganzen, ja, Berufe halt nochmal erlernen, upgraden und so weiter und so fort, was es auch gibt. Jetzt erstmal eine schöne, tolle Flugstunde. Aber in Schattrad, gibt es in Schattrad denn keine Lehrer für Berufe? Weil das Problem ist, würden wir jetzt wieder zurück in die Hauptstadt. Warte mal, hier muss doch irgendwo ein Wächter geben. Wer bist du denn? Hallo? Ah, Adal? Nee, nicht Adal. Ich will nicht hier den Rundgang durch Schattrad machen. Seid gesegnet. Kampfmeister, Brief, Taverne, Berufsausbilder, hier. Bergbau? Auf der Seertreppe. Gut, ihr reicht. Sind wir denn jetzt auf den See? Wir sind gar nichts, ne? Egal, wisst ihr was? Wir fliegen jetzt einfach quer weiter. Das wird jetzt ein bisschen ätzend, vielleicht. Höchstwahrscheinlich. Aber ich werde mal gucken, auf dem Weg zum Schattenmond hin, ob wir da... Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ihr wisst, ich habe jetzt gerade mal 150% Reisegeschwindigkeit. Das ist natürlich ein bisschen wenig. So, dann fliegen wir jetzt erstmal die ganzen... Flugpunkte ab. Ich werde auch ganz lieb und brav sein und keine Erze einsammeln. Kein Teufelseisenerz auf jeden Fall. Alles darüber hinaus kann ich nicht gewährleisten. Ach ja, die Wälder von Terrorka. Habe ich früher so mit so ein... keine Ahnung, mit so Zwiespalt entgegengetreten. Auf eine Art war es cool, hier zu questen, auf andere Art habe ich es gehasst. Auch genau wegen solchen Aktionen. Ja, solche komischen Geräusche kommen von irgendwelchen komischen Viechern. Naja. So, wir wollen uns erstmal hier einen Flugpunkt sichern. Denn irgendwo ist auch mal gut. Hallo Kumpel, wo ist der Flugmeister? Hier. Dankeschön. Kann ich denn von hier aus... Seid gegrüßt. Ja, nee, natürlich nicht. Ziert in Ehren. Ja, ziert in Ehren, aber ziert. Ich verstehe. So, das heißt, Schattenmond müssen wir hier rüber. Wohin fliege ich denn? Schatten... Was für komische Lichteinfällnisse hier. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen ruhiger. Das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt irgendwie keine Lust mehr habe, sondern ganz ehrlich, wie vorhin schon gesagt, ich bin teilweise echt am Kämpfen gegen den Hustenreiz. Und wenn auch die Nase juckt und läuft und alles, dann hat echt der Spaß keine Grenzen mehr.
So. Ich bin momentan nicht sicher. Ja, was habe ich vorhin gesagt? Ihr wisst es, ne? So. Nicht angreifen. Dankeschön. Wir kennen uns schon. Ich war mal mit einem anderen Char hier. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ihr seid böse. Ihr seid alle, alle böse. Uah, Hilfe. Seid ihr noch da, ihr bösen Leute? Ja, ich sehe euch. Lieb sein. So, und da hinten kommt auch schon endlich das Schattenmondtal. Finde ich ja genial, ganz ehrlich. Es hat natürlich eine Eigenart, ne? Ich meine, Geschmack über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber ich mag die Legion und so weiter hier. Ich mag das einfach. Und die Viecher sind auch nicht zu ätzen, wollte ich gerade sagen. Und schon greifst du mich an. Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann das noch nicht tun. So. Ich mag das mit den Legionen und so weiter. Deswegen glaube ich auch, vom Thema her, müsste mir das neue Add-on eigentlich zusagen. Aber habt ihr schon mal gesehen, wie teuer das ist in der Bestellung, in der Vorbestellung? 60 Euro die digitale Version. Nur damit man ein paar Flügel für Diablo 3 bekommt. Lachhaft. Sorry, aber das geht nicht. Das sind viel zu überteuerte Preise. Aber so ist man halt unterschiedlich. Kumpel? Was braucht ihr? Och ja, mal gucken, ne? Mal dies. Nein, Quatsch. Hier, Gulmok beginnt zu murren, als er von Krogans Entscheidung hört. Ich verstehe durchaus seinen Standpunkt, doch unsere Schützengräben besetzen sich nicht von selbst. Die Legion bombardiert uns Tag und Nacht mit Höllenbestien. Wenn Krogan sich verspätet, könnt ihr seinen Platz auf dem Schlachtfeld einnehmen. Eigentlich habe ich jetzt so... Das war jetzt eigentlich nicht so... Okay, pass... Mit 68 kann man hier irgendwie nur mit 70 kann man lernen. Egal. Machen wir einfach weiter. Belagert. Gulmok schaut zum Himmel auf. Unsere Speer schlagen sich wacker, aber die Höllenbestien greifen immer wieder an. Von ihrer Basis in der Feste der Legion im Südwesten aus bombardieren sie uns gnadenlos. Sogar die Elite-Wachen der Krokon können sie nicht ewig aufhalten. Ich rekrutiere jedes fähige Individuum, damit es einen Teil zur Verteidigung Schattenmonds beiträgt. Das ist kein Spiel, Schurke. Das Überleben des Dorfes ist in Gefahr. Tut eure Pflicht gegenüber der Horde und schließt euch den Kampf an. Ja, okay, mache ich doch gerne. Ich habe keinen räuspernden Husten. So, bist du, ist da irgendjemand Waffenschmied? Bogenbüchsenmacher? Schmiedkunstbedarf? Aber nirgendwo ein Bergbaulehrer, super. Ja, jetzt nehme ich einfach ein paar Quests an. Aber ich denke mal, so viel Quests brauche ich gar nicht. Obwohl doch, ein paar brauchen wir noch. Steckbrief. Gesucht, Uvoros, Geißel von Schattenmond. Gesucht, tot. Uvoros, Geißel des Schattenmondtals. Auf Befehl des Obernführers Obaruk ist die Teufelsbestie zu töten, wenn sie angetroffen wird. Ferner ist die Mähne als Beweis von dem toten Leib abzutrennen. Bringt die feurige Mähne der Bestie zu Kriegsufer Sardon, Treuschnitt, wenn ihr erfolgreich wart. Uvoros wurde zuletzt bei der Hand von Gul'dan im Herzen des Schattenmondtals östlich von Schattenmond gesehen. Ja, okay, wieder eine Vier-Mann-Quest. Kriege ich hin. Oder pass auf, wisst ihr, was wir machen? Wir haben jetzt hier 19 und so weiter. Ich werde jetzt nochmal den Flugpunkt holen. Dankeschön. Dann werde ich nochmal kurz gucken, was der Fluglehrer für mich hat. Du bist ein Fluglehrer. Du hast 68. Das ist Kaltwitterflug, das ist gut. Und mit 70 können wir dann halt noch schneller reiten. Alles super. Gut, liebe Leute. Für die Horde. Ich würde sagen, für wen denn sonst? Ich würde sagen, mit Ankunft im Schattenmondtal verabschiede ich mich für heute. In der nächsten Folge geht es dann mit dem Questen erst richtig los. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.